Ein Lieblingsobjekt im Museum, der weltberühmte Winterzahnstocher, den wir schon in die ganze Welt verschickt haben, nach New York ins Museum of Modern Art und nach Duisburg zu einem Zahnarzt, der damit immer seine Patienten beglückte. 1937 begrüßte Karl Valentin Samuel Beckett mit diesem weltberühmten Winterzahnstocher. Das war nämlich ein beliebtes Exponat in seinem Panoptikum, eine Mischung aus Kusel und Lachkabinett. Und jetzt wird es wieder kalt, richtig kalt. Wir müssen uns alle warm anziehen. Und ein Trostspender ist der Winterzahnstocher, weil man kann sich damit auch selber streicheln. Gibt es bei uns im Museumsladen.